Hey, hallo, schön, dass du da bist, hier bei meinem Podcast Sei anders, sei du. Dein Podcast für deine innere Reise zu dir. Mein Name ist Mira Dada und ich bin sehr glücklich, dass du hier bist. Und heute geht's mit einer wundervollen Folge um Motivation. So entdeckst du und hältst du deine Motivation. Ich finde, Motivation ist so wichtig, dass wir die haben, damit wir überhaupt erst Dinge anfangen oder auch bei Dingen bleiben. Manchmal fehlt uns aber diese Motivation, überhaupt erst anzufangen oder auch überhaupt uns Gedanken darüber zu machen. Und ich werde ganz oft gefragt, ja, wie motivierst du dich oder bleibst du so konstant so motiviert, ne, wenn man das so von außen sieht? Wie schaffst du das nach all dem, jetzt auch mit Corona? Ne? Ich war mit meinem Yoga-Studio, waren wir eigentlich von den Lockdowns am heftigsten mit betroffen. Also es wurde sofort zugemacht und wir haben auch bis in den Sommer rein nicht aufmachen dürfen. Und im Sommer ja auch nur mit Einschränkungen. Und dann ging es gerade wieder und dann wurde wieder der nächste Lockdown verhangen. Also trotzdem werde ich wirklich gefragt, ja, warum, wie schaffst du es so positiv zu bleiben und wo nimmst du die Kraft her, das dann alles umzumuddeln und ja, da neue Ideen zu haben, das umzusetzen. Ich mache ja meinen Podcast, ich habe aber auch ja YouTube, da lade ich regelmäßig Videos hoch. Jetzt machen wir das Online-Yoga, na, dann sagen die, Mensch Mira, du hast 3 Kinder, 1 davon ist wirklich noch sehr klein. Ja, und trotzdem bist du auf Instagram kreativ und machst ja auch noch das Coaching. Und ja, dann habe ich gedacht, da mache ich jetzt einfach mal eine Podcast-Folge draus, damit auch ihr vielleicht etwas mitnehmen könnt. Ja, so dass man auch die Motivation wiederfindet, die Dinge umzusetzen oder auch anzugehen. Das ist gut, dass jetzt ein neues Jahr ist, weil dann fällt uns das ein bisschen leichter, ne? Weil die Blätter sagen, steht ja immer überall auf den ganzen Sprüchen, die das Blatt ist noch weiß oder das Buch ist noch unbeschrieben. Und so ist das auch mit dem Jahr. Es ist noch ganz frisch, ganz neu. Und da haben wir meistens mehr Motivation. Ja, Motivation, ja, was bedeutet das eigentlich? Ne? Wir wissen alle, Motivation haben wir oder haben wir nicht. Wir wissen, wie sie sich anfühlt. Aber was bedeutet es? Und das kommt vom lateinischen Motus und das heißt die Bewegung. Und wenn ich jetzt von Motivation spreche, dann meine ich eine wirklich powervolle Kraft, die uns oder mich in Bewegung setzt, um etwas zu erreichen. Also ich brauche, die Motivation ist quasi die powervolle Kraft in mir, ne, die mich dann in Bewegung bringt, um etwas zu erreichen. Und die brauche ich, ne? Die brauche ich, um eben halt weiterzugehen, weiter und weiter und weiter zu gehen. Und hier sage ich dir jetzt heute, was ich so mache, wie ich weitergehe und ja, vielleicht nimmst du das eine oder andere daraus mit. Das würde mich wirklich sehr freuen. Dann viel Spaß! Ja, meine allergrößte Motivation ist für mich, ich habe eine Vision. Ich habe eine Vision von, wer möchte ich im Leben sein? Wie möchte ich leben? Ne, also wie soll mein Leben aussehen? Wo will ich leben? Wie sollen meine Finanzen aussehen? Welche Sprachen spreche ich? Wie bin ich vom Menschen her? Wie ist meine Umgebung, meine Freunde? Wie bin ich als Mutter? Das ist mir auch ganz wichtig. Wie bin ich als Frau? Wie steht es um meine Gesundheit, um mein Aussehen, um die Spiritualität zu leben? Und von all meinen Lebensbereichen habe ich eine Vision. Und da will ich hin. Und das ist meine Motivation. Es gibt auch Tage oder es gibt auch ja Momente in meinem Leben, früher zum Beispiel, wenn ich mir da gar keine Gedanken drum gemacht habe, wenn ich einfach in den Tag hineingelebt habe und mir nicht darüber nachgedacht habe oder nicht darüber mir visualisiert habe, wo will ich eigentlich mal hin, was. Also klar, manche haben so einen schulischen Weg, dann machst du die Schule, dann machst du dein Studium, dann bildest du dich noch weiter und dann ist man das. So,
Und genauso, wie man eben halt sich vielleicht seine schulische oder seinen berufliche Werdegang für sich selber klar bekommt oder was man machen möchte, ist auch nicht immer so einfach, es wechselt ja auch oft heutzutage. Genauso machst du das eben halt auch in allen anderen Lebensbereichen, auch bei dir. Du schaust, okay, wenn du jetzt ein Mann bist, dann guckst du eben halt, ne, wie, oder auch eine Frau, wie will ich aussehen, wie steht so meine Gesundheit, welche Ernährung möchte ich gerne umsetzen. Und so checkst du deine ganzen Lebensbereiche ab. Und so hast du dann von dir eine Vision, wer möchte ich im Leben sein? Und welche Eigenschaften? Und das ist für mich einfach mein Warum. Warum ich das tue, was ich tue. Ne, dann, weil ich der Mensch sein möchte, der ich sein möchte. Und nicht eine andere Version davon. Und ich möchte das erreichen und deswegen tue ich das. Ist ja genauso, als wenn wir jetzt sagen, wir möchten abnehmen. Und man hat dann ein Bild von sich, so ein schlankeres Ich. Und man stellt sich das dann ja auch vor. Ne? Man hat ja ein genaues Bild. Man soll so und so viel abnehmen, man wiegt dann so und so viel, dass man weiß, wie viel auf der Waage stehen muss, man weiß, was man für eine Größe dann hat meistens. Also man hat davon ein bestimmtes Bild und das Einzige, was man umsetzen muss, ist die Ernährung und die Bewegung und die Einstellung. Und dafür brauchen wir halt die Motivation und die holst du dir dann auch über Visualisierung. Wo will ich hin? Und so funktioniert es bei mir in jedem Lebensbereich. Ich mache mir erstmal eine Vision davon. Ich stell mir das so bildlich wie möglich vor. Und es lässt mich jeden Tag aufstehen. Und dieses Warum gibt mir die Kraft zu wissen, wofür ich das alles mache. Ich gebe meinem Leben damit einen Sinn. Ich stehe nicht einfach auf und weiß nicht, es ist leer und ich weiß, wo ich hin will. Und somit fallen mir die Dinge viel, viel einfacher. Es ist mir wichtig, wie und wer ich sein möchte. Und ich bin dann auf dem richtigen Weg, weil ich genau weiß, wohin soll es gehen. Ja, und dann frage ich mich zum Beispiel, wie kann ich das denn überhaupt erreichen? Ne? Wenn ich das jetzt, wir nehmen jetzt mal, wir bleiben bei der Gewichtsabnahme. Ne? Dann würde zum Beispiel jetzt, ich mache ja mir immer mein Vision Board, da habe ich auch schon bei Instagram einen Post drüber geschrieben. Ich mache mein Vision Board und da klebe ich dann eben halt so rauf, wer ich sein möchte, also eben halt und alles, was ich erleben möchte, alles, meine ganzen Visionen, meine Träume, meine Ziele, alles kommt darauf, auch in jedem Lebensbereich. Ne, das ist so ein Vision Board. Das sollte ein jeder haben. Also es wäre das Allerschönste, wenn jeder das zu Hause hat, wo er immer wieder raufschauen kann und das ihn erinnert, hey, guck mal, da will ich hin, das will ich doch erreichen, das will ich. Und sich nicht immer damit beschäftigen, was wir nicht haben, sondern uns damit beschäftigen, wo wir hinwollen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein schlankeres Ich haben möchte, dann würde auf mein Vision Board entweder ein Foto von mir kleben, was mich daran hat, da hattest du mal die Figur, die du mochtest, oder eben halt eine Figur, die vielleicht sportlich ist oder so, oder wo ich hin will. Ne? Und so würde ich jeden Tag daran erinnert werden, ne? Und würde mich immer wieder, soll ich jetzt die Schokolade essen? Das ist jetzt nicht der Weg zu meiner Traumfigur oder so. Ne? Und genau, und dann schaue ich nämlich, ja, was muss ich denn tun, um abzunehmen oder um gelassen zu sein oder um die Sprache zu sprechen. Wenn ich eine Sprache lernen möchte, dann melde ich mich bei der VHS an, jetzt auch im Online-Unterricht. Oder ich lerne die Vokabeln, ich lese Bücher und ich übe jeden Tag. Also es ist etwas, ich sehe das und erinnere mich immer wieder, okay, da war ja was. Ansonsten geraten unsere Ziele ja auch in Vergessenheit. Also wir haben manchmal eine Idee, das würde ich gerne mal machen. Dann denken wir kurz nach, wir sind vielleicht einen halben Tag melancholisch oder sentimental. Ja, und dann geht es aber dann ja in irgendwelche hinteren Gemächer des Gehirns und wir denken nicht mehr daran. Und weiter sind wir dann nur noch im Alltag. Und das ist sehr, sehr schade, weil diese kleinen Aha-Momente, das ist deine Seele, die dann mit dir spricht und sagt, hey, guck mal, das würde ich so gern machen, das würde mich so glücklich machen und so freudig machen. Und dann schaltet sich natürlich ganz oft auch das Gehirn ein und sagt,
Das geht aber nicht, weil ne, du bist nicht gut genug, du hast nicht genug Ausbildung oder du hast nicht das oder der Weg ist zu umständlich oder für dich hat sich die Tür schon geschlossen und dann haken wir das ab. Ja, mit dem Vision Board oder mit deinen Visionen weißt du einfach, warum du etwas tust und du gehst dahin und du gehst diesen Weg und lässt dich dann auch nicht ablenken oder lässt dich nicht klein machen, also auch von deinen eigenen Gedanken. Ja, das ist also für mich das Allergrößte, meine allergrößte Motivation. Und dann bin ich auch so absolut dermaßen motiviert, weil ich einfach nur noch die Dinge tue, die ich gerne mache. Es ist jetzt nicht so, dass auf meinem Vision Board jetzt Abnehmen klebt, sondern vielleicht ein gesundes Ich. Und all das, was damit zusammenhängt, dieses gesund Kochen und gesund Einkaufen und mich mit meiner Gesundheit beschäftigen, das macht mir ja alles Spaß. Also ich bin quasi den ganzen Tag über dabei, alles zu tun, was mir Freude macht und dabei eben halt auch meine Ziele zu erreichen. Wenn wir anfangen irgendwann nur noch das zu tun, was uns Freude macht, und dann sagen jetzt ganz viele bestimmt, nee, es ist ja nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass man muss ja zum Beispiel auch putzen. Ich mache zum Beispiel aber gerne sauber. Ich putze gerne. Bei mir macht es Freude, weil ich es gerne sauber habe. Ich mag das, wenn das alles ordentlich ist und wenn das, ne, wenn das clean ist, wenn das frisch ist. Ich finde das so schön. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich brauche aber auch nicht lange, um aufzuräumen, weil ich ja auch nicht so viel habe. Also nicht, wir haben schon mehr, aber sicherlich jetzt nicht so viel, ja, wie ich früher hatte. Ne? Also wir versuchen ein bisschen minimalistischer zu leben, aber auf hohem Niveau. Nicht 100 Teile oder so. Das schaffe ich, glaube ich, niemals. Ja, also ich mache den Haushalt gerne. Ich koche total gerne, weil ich eben halt das so auslebe, wie ich es, wie mich das glücklich macht, wie meine Träume, meine Visionen sind. Nämlich einen gesunden Körper. Ich versuche eben halt, mich zu informieren. Okay, was ist, tut mir gut? Und es ist leider, also was wirklich, wirklich schade ist, dass so viele Informationen draußen sind. Und es gibt 1000 verschiedene Ernährungsformen. Ich möchte das jetzt gar nicht Diäten nennen. Also in Amerika nennt man es ja Diäten, die Ernährungsformen. Hier heißt es ja gleich dann, okay, man will abnehmen. Man weiß überhaupt dann irgendwann gar nicht mehr, ja, was ist denn jetzt das Richtige für mich? Aber es ist okay, es gilt ja auch, das herauszufinden. Na, also ich mache aber auch die Buchhaltung gerne. Ich freue mich über alles. Ich beantworte super gerne E-Mails. Ich bekomme so schöne E-Mails von euch. Also ob das jetzt E-Mails sind oder bei YouTube-Kommentare oder bei Instagram. Also es ist viel zu tun, auch wofür ich ja nichts bekomme, quasi in dem Sinne jetzt entgeltlich. Aber ich bekomme dafür einfach, das ist so ein Glück, was ich davon bekomme. Es ist so viel Freude, wie es mir macht. Ne? Einkaufen mag ich auch gerne. Also auch die unliebsamen Dinge, wo man jetzt sagen könnte, nee, die mag ich auch, weil ich einfach meine Freude dahinter sehe. Ich versuche in allem, was ich tue, Freude zu haben. Und es gelingt mir natürlich mal viel, viel besser, aber auch mal nicht so gut. Und dann ist das auch okay. Es gibt solche und solche Tage. Aber an solchen Tagen, wo es nicht so gut läuft, ist es wichtig, dass wir uns dann wieder vor unser Vision Board stellen und uns daran erinnern, sagen, okay, da will ich doch hin und es gibt diesen Weg und da kann ich hin. Und dann an guten Tagen uns natürlich auch davor stellen und sagen, hey, da, ja, da will ich hin, dafür mache ich das, dafür stehe ich jetzt auf und ich plane meinen Tag darauf hin und mache alles dafür, was heute in meiner Macht steht und morgen mache ich alles dafür, was morgen in meiner Macht steht. Ja, das ist so, genau, alles mit Freude zu machen, unbedingt alles mit Freude tun. Ja, dann habe ich in meiner NLP-Coaching-Ausbildung gelernt, mir immer wieder vorzustellen, wie es sein wird, wenn ich das Ziel erreicht habe. Das ist, man denkt immer, ja, okay, aber es ist so, wie fühle ich mich? Wenn ich jetzt, wir bleiben jetzt beim Thema Abnehmen, ist einfach, ja, es geht vielen was an, jetzt nicht gerade immer mein Thema, aber ich weiß, dass es eben halt um viele so geht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel abnehmen möchte, ne, also dann mir beim Vision Board zu gucken, aber mir auch richtig mich hinzusetzen und mir vorzustellen, okay, wie werde ich mich fühlen? Wie bin ich? Wie wird das sein?
Denn ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst oder ob du selber Kinder hast. Zum Beispiel bei meinen Kindern war das immer so, vor Weihnachten. Dann stellen die sich das so richtig vor, während die sich den Wunschzettel schreiben, dass sie sich das Geschenk auspacken. Also meine Tochter zum Beispiel ist super ein minutiöses Plan, wie das alles ablaufen sollte, Dezember und das alles. Und Kinder, die können sich das alles noch so vorstellen, die haben eine Vorstellungskraft, dass es einfach gar nicht anders passieren kann, als so, wie sich das vorstellen, dass es eintrifft. Und es ist so schön zu sehen, weil die können mit dem Universum noch ganz hervorragend zusammenarbeiten, weil so funktioniert das. Also wenn du abnehmen willst, dann stell dich vor den Spiegel und schau, okay, da wird's weniger, lächel dich an, freu dich auf deine Figur, ne, fühl da rein, ne, mach dir schon mal Gedanken, was werde ich für Kleidung anziehen, was kaufe ich mir, was habe ich für Etappenziele, was, wenn ich mir jetzt Zwischenziele mache, wenn ich 2 Kilo erreicht habe, was gönne ich mir davon, wenn ich 4 Kilo, wenn ich 6, wenn ich 8, na, also ich beschäftige mich damit. Ich stelle mir immer und immer und immer wieder vor, wie ist das, wenn ich das Ziel erreicht habe? Wie wird es dann sein? Genau, und belohn dich ruhig. Also es ist nie so, dass wir jetzt immer sagen müssen, diese ganze, ja, es muss jetzt, es dauert jetzt, es ist jetzt ein 8-Wochen-Programm. Es ist so elendig lange. Es gibt Ziele, die sind in 5 Jahren noch nicht erreicht, ne? Also klar, man hat lange Ziele, kurzfristige Ziele, also es, und Ziele eben halt, da braucht man immer ein bisschen mehr Motivation, wie zum Beispiel auch mit dem Abnehmen. Und dann finde ich zum Beispiel Zwischenziele schön, wenn wir eben halt Belohnungen einbauen und die uns dann auch wieder motivieren. Also arbeite da selber mit dir dran. Ne, so kannst du vorgehen, die du zum Beispiel auch mit Sachen, die du wirklich jetzt nicht magst. Eine Steuererklärung, okay, ich gebe zu. Das macht mein Mann. Ich kann gar nicht sagen, ob sie doof ist oder nicht. Also er sucht alles zusammen und es jetzt schiebt er auch ein bisschen auf, also scheint jetzt nicht so toll zu sein. Also stell dir vor, ne, wie es sein wird, wenn du es schon geschafft hast, wenn du fertig bist mit dieser Steuererklärung, mit der Abnahme. Oder wenn du sagst, oh, ich habe es jetzt endlich geschafft, ich bin jetzt ein gelassener Mensch. Wie wirst du sein, so wie so ein Buddha oder wie so ein, der so stoned ist oder so. Ja, interessiert mich alles nicht, ist mir total, ja, gleich, bin alles gut. Oder. Also, mach dir Vorstellungen davon, wie wird das sein? Und du hast Ziele, du hast Träume, du hast Vorstellungen. Und erlaube dir auch groß zu träumen und erlaube dir, dich da mal reinzuhängen und mal zu schauen, okay, ja, wie wird das sein, wenn ich das erreicht habe? Erlaub dir das selber, das ist nämlich der Knackpunkt, wir erlauben uns da nicht, uns das überhaupt vorzustellen, weil es viel zu groß für uns sein könnte. Ja, und dann noch ein ganz letzter Tipp aus dem Coaching kommt ja auch, das ist so dieses, wir tun jetzt so als Ob-Prinzip. Ja, also, wenn du überhaupt keine Motivation hast, wenn die Motivation sonst wo im Keller begraben ist, dann tun wir so, als ob wir welche hätten. Als ob wir motiviert wären. Und das wirkt so Wunder. Es sei denn, du liegst auf der Couch und bist gerade völlig gemütlich eingepackt und dann stellst du dir einfach vor, was würde ich jetzt tun, wenn ich Motivation hätte? Ah, ne? Ich würde jetzt aufstehen und mir einen Joghurt aufmachen und mir frische Früchte reinschneiden mit Honig und statt jetzt der Chips und Schokolade und so. Und da brauchst du das nur weiterdenken und dann tust du so, als hättest du eine Motivation und fängst langsam an aufzustehen. Du sagst dir selber so, was würde ich dann machen? Was würde ich jetzt tun? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich das machen würde? Wenn ich jetzt aufstehen würde, mir das Gesunde zubereiten würde? Was würde ich tun? Wie würde ich dabei aussehen? Wie würde ich stehen, atmen? Alles bildlich vorstellen. Das kannst du, während du da gemütlich auf der Couch liegst, so dir vorzustellen. Ja, was würde ich denken? Und ob du es willst oder nicht, dann kommt die Motivation. Dieses so tun als Ob-Prinzip, das wirkt wirklich, ist wie so ein, wie magisch. Also das Problem ist nur, dass wir das anwenden müssen, dass wir einfach selber, okay, wir tun jetzt einfach mal so, als ob. Wir machen das jetzt einfach mal. Oder wenn wir eben halt irgendwas, uns für eine Weiterbildung anmelden wollen und
Ach, wir haben eigentlich gar keine Motivation dazu, uns da etwas Schönes rauszusuchen. Aber dann, wir spinnen dann das einfach weiter. Na, wir tun dann so, als ob wir hätten Motivation. Okay, was könnte man denn da finden? Vielleicht was Schönes, was Interessantes. Und dann fährt man da hin. Und dann, ja, wie würde ich dann sein? Stehen, gehen, essen, reden, denken. Na, was würde ich tun? Und so kommst du zu deiner Motivation. Versprochen, hoch und heilig. Also, das ist, wenn du dann immer noch nichts machst, dann ist es, bist du wirklich ein harter Kerl. Aber es harter Brocken, aber und no chance. Also, das ist so, habe ich noch nicht erlebt. Ne? Ich manchmal frage ich so, wenn jemand wirklich keine Motivation hat, dann sage ich, komm, lass uns mal weiterspinnen und lass uns mal darüber reden und lass uns mal, ja, erzähl mir mal darüber, erzähl mir mal, was du da machst. Und dann bekommen die Motivation und dann fangen an, die Augen zu strahlen und die Energie fängt an zu steigen. Und ja, manchmal kann man es kaum abwarten, dann endlich loszulegen. Das ist wirklich so. Also, es ist so schön. Ja, wie du jetzt gehört hast, hast du jetzt wirklich einige Tipps von mir bekommen, wie ich das zum Beispiel mache oder wie ich auch arbeite, um eben halt ja, mich selber zu motivieren, dran zu bleiben oder auch andere zu motivieren oder in ihre Motivation zu helfen, zu unterstützen, um auch die Motivation beizubehalten. Es ist, Anfangsmotivation ist nicht immer einfach. Es geht auch Anfangsmotivation, aber wir müssen die Motivation anhalten, ne? Und hier hast du wirklich die Tipps bekommen, wie du sie finden kannst, wie du sie anhalten kannst, um dabei zu bleiben, um endlich anzufangen. Na, das ist so, so wichtig. Denn ist es denn nicht so, dass wir alle irgendwelche Ziele haben? So insgeheim, die wir gerne in uns drinne umsetzen würden. Träumen wir nicht alle von einem guten und glücklichen und erfolgreichen und freudvollen Leben? Ja, verdammt nochmal, wir haben Träume. In uns schlummern Träume. Und das will raus. Wirklich. Verbiete dir deine Träume nicht und du musst dich mit so einem 0815 leben. Ich meine jetzt nicht, dass unsere Leben 0815 sind, aber du darfst mehr wünschen. Du darfst mehr von deinem Leben wünschen. Du darfst wirklich alles dir wünschen. Und erlaub dir, groß zu träumen. Erlaub dir das. Es ist so wunderschön. Weißt du, wenn du schon immer mal nähen lernen wolltest, dann darfst du es auch. Oder eine Sportart oder eine Fremdsprache oder eine Weiterbildung machen oder einen ganz anderen Beruf oder dich trennen oder ausbrechen. Alles, du darfst das alles tun, was in dir schlummert, will raus. Es ist dein Weg, es ist dein Leben. Bitte trennt euch jetzt nicht alle, redet erstmal darüber. Ja, es steht uns zu. Uns steht ein glückliches, freudiges, erfolgreiches, wundervolles Leben zu. Das ist unser Geburtsrecht. Uns allen steht das zu. Nur wir bekommen das nicht auf ein Silbertablett serviert. Wir müssen da schon was für tun. Wir sind halt selbstbestimmt und das wollen wir ja auch sein. Und genau das erreichen wir mit unserer Motivation. Ich wünsche dir total viel Freude jetzt. Vielleicht hat dich das ein bisschen motiviert und du denkst auch darüber nach und ja, schau sonst mal bei Instagram. Da habe ich auch was über ein Vision Board geschrieben oder google das. Es ist etwas, was du wirklich anlegen musst. Also es ist so, 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 so schön. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn du mir irgendwie, ja, sagst, mir das erzählst, mich teilhaben lässt an deinem Leben, mir erzählst, wie es dir ergangen ist, wie dir die Folge gefallen hat. Entweder schreibst du es bei Instagram oder schreibst mir eine Mail oder hier das Kommentar. Alles gut, so wie du magst. Genau, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und genieß dein Leben. Setz dir Ziele, plane, visualisiere und dann, ja, viel Erfolg, ne? Dann geh drauf los. Tschüss, deine Mira.